So, Freunde, wir haben Elite Reward zu den Premier League Tots. Nisa hat uns hier auch noch ein paar Packs vorbereitet. Also, wir haben hier ein paar Player Picks, ein paar Spielerwahl 84 Dingers und auch einige Packs aus SPCs und sowas. Nisa, Grüße gehen raus, mein Freund. So, also, wir holen jetzt hier mal die Division Rivals Packs hier ab. Einmal, komm, wir nehmen die Packs mit. Und wir nehmen natürlich auch die Foot Champions Rewards mit. Da haben wir nur Elite 3 geholt, in Anführungszeichen. Also war nicht das beste Wochenende für mich. Aber vielleicht können wir trotzdem was Gutes aus den Packs ziehen. So, bevor ich hier die Foot Champions Dinger hier aufmache, gehen wir erstmal rein in 1 von 30 seltene Goldspieler. Gut. Ja, da wird jetzt wahrscheinlich nichts sein, aber wir gehen trotzdem mal rein. 3, 2, 1. Ja, okay. 84er Tails kann man mitnehmen. Okay, 84 plus Spielerwahl. Ich erwarte nichts. Und wenn man nichts erwartet, kann man nicht enttäuscht werden. Das hat mein Vater immer zu mir gesagt. Und deswegen für meinen Vater. Oh, no! Okay, ist egal. Ist eine Totzkarte. Ist eine Totzkarte. Mein Vater hatte Unrecht. Gündogan schmeckt. Ist das normal, dass man aus diesem Pack so ein Totz zieht? Oder sind diese Packs eigentlich für einen Abfall? Das ist gut. Das ist absolut gut. Wie sind denn die Werte von Gündo? 83. Stellungsspiel sieht gut aus. Übersicht sieht gut aus. Passspiel sieht gut aus. Dribbling sieht gut aus. Abfangen, Defensivwerte sehen gut aus. Ey, ist eine solide Karte. Why not? Nimm mal mit. Erster Pick. Gar keine Lust, enttäuscht zu werden. Wie gesagt, Grüße gehen raus an mein Dad. Es hat gerade Glück gebracht. Für meinen Vater. Und nur für meinen Vater. Let's go. Oh, Kane. 96er Kane. Ich werde ihn aber trotzdem nicht mitnehmen. Oder sollen wir Kane mitnehmen? Es war gar nicht so schlecht. Das war verdammt nochmal gar nicht so schlecht. Was nehme ich jetzt mit? Also, wer ist der teuerste? Was kostet Kane? 492. Und was kostet Luke Shaw? 296. Boah, Kane sieht aber auch nicht schlecht aus eigentlich. So als Gaudi für die Weekend League. Ein 96er Kane, why not? Ach, Kane werde ich nicht spielen wahrscheinlich, oder? Ja, das ist halt so ein Lewandowski-Typ. Brauche ich eigentlich nicht, oder? Ich habe Lewandowski-Tots gespielt und Lewandowski-Tots hat mir nicht gefallen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass mir ein Kane besser gefallen wird. Wir nehmen Shaw mit. Also mit Shaw kann ich deutlich mehr anfangen als mit Kane. Es ist traurig, es ist aber so. Deswegen, ist okay. Nehmen wir Shaw mit. Der nächste Pick. Ich brauche was Gutes. Ein Rashford würde extrem schmecken. Ich habe das ganze Jahr über kein Glück gehabt. Am Ende vom FIFA können sie einfach ein bisschen was zurückzahlen. Vielleicht ist heute einfach der Tag. Ganz auf entspannt. 3, 2, 1. Rette mich vor den Beans. Wir kommen schon näher. Heute muss es soweit sein. Schau mal, schon wieder ein 94er Spieler und ein 92. Also heute muss es passieren. Ich seh's. Sagt, was ihr wollt, ich seh's. Freunde, heute wird's passieren. Ich fühl das. Ich habe einen guten fünften Sinn. Keine Ahnung, wie viel Sinn ein Mensch hat. Aber ich habe einen fünften, der ist gut. Ederson nehmen wir natürlich mit. Aber sowas von. Starkes Teil. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Ich kann mich echt nicht beklagen. Shaw, Ederson und Gündogan sind gute Picks. Einen finalen Schlag. 3, 2, ich fühl's. 1, ich fühl's. Komm, Baby. Ich habe was gefühlt, aber es war nicht ganz das, was ich fühlen wollte. Oh, es sind die roten Picks, okay? Es sind die roten Picks. Wir haben noch so coole Packs vor uns. Alles cool. Alles cool. Gündogan habe ich schon. Gündogan brauche ich nicht mitnehmen. Nehmen wir vom Fahne mit. Vom Fahne ist okay, oder? Okay, wir nehmen den mal mit. Weil die anderen habe ich ja schon. Schade. Schade. Ein Rashi hätte geschmeckt. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben gute Sachen mitgenommen. Ich bin zufrieden. Hätte schlechter sein können. So, wir haben hier Weekend League Rewards. Und ich habe hier auch noch ein paar Upgrade-Packs, die Nisa vorbereitet hat. Die machen wir mal nebenbei kurz auf. Das mache ich mal auf. Es zählt alles, was ich an Packs habe, Jensi. Alles. Keine Diskussion. Alles. Ich bin eh absolut im Nachteil. Hör auf, hier so brutal Auge zu machen. Ich bin eh absolut im Nachteil. Ja, Dele Alli, komm, 83er nehme ich mit. Ja, ist okay, komm. Das machen wir noch auf. Komm, irgendwas high-rated für den garantierten Premier League Tots. Upgrade, Pack, Dingsbumster. Ein paar Upgraded, also High-Rated Sachen würden mir schon reichen. Ich will gar nicht Tots oder sowas. Zack. Ja, komm, das waren jetzt drei ganz, ganz, ganz schlechte Packs.
Aber ist egal, ist nicht so wild. Ja, okay, gut. Ich nehme hier noch das Saudi Pro League Pro Tots Dingsbums hier mit. Vielleicht ziehe ich ja irgendeine günstige Tots-Karte, die ich dann in der Premier League Tots garantierten Dingsbums benutzen kann. Das macht, glaube ich, Sinn. Deswegen öffnen wir das ganz kurz. Saudi League Tots Spieler. Komm, das öffnen wir. Was war der letzte Player-Pick? Das war von Vane. Ich hoffe, ich ziehe nichts Gutes. Jetzt mal Real Talk. Ich hoffe, ich ziehe nichts Gutes. Argentinien. Ist es Banega? Das ist Banega. Das ist mit der Beste, oder? Okay, zum Glück nicht Banega. Guanca. Okay, den können wir abgeben. Das ist sehr gut. Okay, dann nehmen wir dieses Premier League Tots garantierte Pack noch mit, Freunde. Ich habe dieses, wir haben gerade dieses Saudi-Arabien-Pack gemacht, damit ich hier keinen Tots noch extra kaufen muss. Alles, was ich hier abgebe, ist Untrade. Das Einzige, was ein bisschen wehtut, aber nicht viel, aber ein bisschen, ist halt dieser rote Pick. Ansonsten alles Untrade. Kann man abgeben. Weg damit. So, Premier League Tots haben wir auch noch in petto. Und dann würde ich sagen, lass es uns tun, Mann. Let's do it. So, Freunde, 6 Matchbälle, seltenes Spielerpack, Jumbo-Spielerpack, Jumbo, seltenes Spielerpack, seltenes Megapack, seltenes Megapack, seltenes Megapack und seltenes Megapack. Und dann geht's auch schon rund. Ich will's gar nicht so spannend machen. Numero uno, seltenes Spielerpack. Komm, der Papa braucht ein neues Paar Schuhe. Und das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich brauche tatsächlich neue Schuhe. Und deswegen, Baby, what is it? Oh! Ja, komm. Mein Gott. 84er Endform, einfach so random aus dem... Nimm mal mit. Ja. Dann Jumbo seltenes Spielerpack. Hier könnte sich unter Umständen vielleicht ein kleines Geschenkchen für den Papa befinden. Lass es einfach geschehen. Let it be. Ja. Au. Au. Ich sag mal, lieber jetzt was Schlechtes als später. Tobi Schniarek, bester Mann, wer kennt ihn noch? Seltenes Megapack, Untrade, mal gucken, wir erwarten nichts. Außer vielleicht einen nicht aufleuchtenden Schlitz an der Seite. Nein, 3 Schlitze, die aufleuchten, ist nicht so gut. Was ist es denn? Ja, komm, Ruhm Nevis. Okay. Nächstes seltene Megapack. Ich hoffe, dieses Mal ist es ein bisschen besser. Wir haben ja noch 2 Knallerpacks. Also jetzt können wir uns das Lack noch ein bisschen aufsparen. Ist völlig okay. Wenn wir dann brauchen, dann... Ne? Noch ein seltenes Pack. Jetzt müssen die Tots langsam mal kommen, du. Jetzt müssen die Tots mal... La... Schade. Screen ja. Seltenes Megapack. Letztes davon. Come on. Come on, come on, come on, come on. Eieieiei. Alles für die Katz. Ja. Also, Freunde, garantiertes Premier League Tots Spieler Set. Wir haben es geschafft bis hierhin. Wir haben danach noch ein Dreier Set. Drückt mir einfach die Daumen. Wünscht mir Glück. So viel habe ich leider nicht davon in meinem Leben. Ich muss auf die Tränendrüse drücken. So viel habe ich davon leider nicht in meinem Leben. Wenigstens hier ein bisschen Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Glück in der Liebe, Pech im... Nein, Pech im Spiel, Glück in der Liebe. Gib mir einfach Glück im Spiel jetzt. Let's do it, man. Come on. Baby. Enttäusch mich nicht. Belgien, gib einfach Belgien. Ich hätte Kane mitnehmen sollen. Ach Gott, aber hätte ich ja nicht wissen können, ich bin ja kein Hellseher. Das Ding ist, die Karte ist gar nicht so schlecht. Bloß ich hab sie schon. Unter normalen Umständen hätte ich mich wahrscheinlich gefreut. Aber so ist blöd, ja. So ist echt sehr, sehr blöd. Ach Gott, naja. Was machen wir jetzt damit mitnehmen? Wir sind angekommen bei dem Pack, um das es eigentlich auch geht. 3 garantierte Premier League Team of Season Spieler. Mein Schicksal wird jetzt besiegelt. Drückt mir die Daumen, Freunde. Mehr kann ich dazu nicht sagen. 3, 2... Ich hab's nicht mehr in der Hand. Kann dahinter noch irgendwas sein? Son dahinter, Bro. Bitte lass Son dahinter sein. Please, lass Son dahinter sein. Bitte. Rashford. Bitte. Ich glaube noch so hart daran. Mount wäre auch gut spielbar. Ah, Mount rettet mich aber nicht.
Ist okay. Ist ein okay Pack. Ha. Naja. Ederson, gut. Habe ich gezogen. Mount, was kostet der? Können wir alle verkaufen. Habe ich alle. Können wir alle verkaufen. Gut, was soll ich machen? Die hauen wir weg. Schade. Sehr schade.